Hallo und willkommen zurück zu Life in the Woods, dem Minecraft-Mod-Pack, in dem, ja, das Überleben auf eine ganz andere Stufe gebracht wird. Also, nicht unbedingt einfacher wird. Ja, ich habe beim letzten Mal den Bumerang als interessante und gewöhnungsbedürftige, aber doch schon effektive Waffe gefunden und auch eine neue Nahrungsquelle, die jetzt für Video machen nicht unbedingt die beste ist, aber recht effizient. Also diese Pilze haben wir gemerkt, ich schau mal kurz mich um, lassen sich gut in Nahrungsmittel umwandeln, die zwar mich benommen machen, aber bisher habe ich noch keine weiteren negativen Effekte gefunden, weswegen ich erstmal eine Weile die Pilze benutzen werde. So, bevor ich jetzt aber auf den Weg gehe, ich habe mich erinnert, hier oben waren noch solche Büsche. Da droppen mehrere, interessant. Und damit kann man, glaube ich, Bambus anpflanzen. Ja, Bambushoot. So, Inventar wollte ich jetzt noch ein bisschen wieder aufräumen. Habe ich ja schon mal letztens gesagt. Ich werde mal kurz das so machen. Meinen Notausstieg versperren. Und mir eine zweite Kiste dafür bauen. Also, die Kiste größer machen. Den Platz hier werden wir auf jeden Fall erstmal noch eine Weile behalten. Also, ich werde den behalten, weil ich eben, wie gesagt, noch ein bisschen Ressourcen zusammensammeln muss. Für verschiedene Sachen. Den zweiten Bumerang nehmen wir mit, falls wir wieder in so eine Situation kommen sollten. Zumal auch der Bumerang ja Haltbarkeit hat. Das Schwert nehme ich. Na boah, ich habe noch ein Eisenschwert, okay. So, den Eimer nehme ich auf jeden Fall diesmal mit. Den Bumerang mache ich hier hin. So. Cobblestone, Dreck. Ich werde Dreck mitnehmen erstmal. So, und das packe ich alles weg. Die Cobblestones nehme ich auch mit. Das Werkzeug nehme ich auch mit. Das nehme ich mit. Das packe ich weg. Packe ich weg. Ja gut, die zweite Axt müssen wir auch nicht unbedingt mitschleppen. Wir haben zwei Leder, wir haben zwei Fäden. Unsere Hauptaufgabe ist. Wo sind die Fäden eigentlich hin? Ach da. Ich habe sie gerade nicht gesehen. Unsere Hauptaufgabe ist genau diese beiden Sachen mehr zu sammeln. Und natürlich, wenn wir was sehen, sowas wie Eisen und diese Pilze zu sammeln. Ich schau mal kurz, ob mit den anderen Pilzen das auch zu machen geht. Wo waren die anderen? Hier und hier. Und sonst sind jetzt keine Pilze. Doch, das hier sind Pilze, aber die machen Farbe. Aber wir probieren es trotzdem gleich nochmal. Also Farbe brauchen wir nicht. Nichts. Und Farbe. Okay, also lassen wir die drei Pilze hier. Wolle können wir natürlich auch noch mit sammeln, wenn wir welche sehen. Deswegen haben wir die Schere mit. Und die Sonne geht gerade unter. Oh, so sieht man die Sonne besser. Ja, die Sonne geht gleich unter. Ist hier noch was drin? Ist noch irgendwas zu backen gerade? Nein. Nahrungsmittel haben wir noch. Die Pilzsuppen. Wir füllen endlich mal den Eimer auf. Ich komme sonst nie dazu, habe ich so das Gefühl. Und dann verhaue ich jetzt noch mal ein paar von den Fischen vor der Nacht. Also hier die Oktopu. Oktopu. Ich hau ihm auf den Oktopu. Und dem gleich mit. Droppt mir ein paar rare Oktopus. Ja. Die Musik ist auch sehr passend. Kann sein, dass ich den Sound wieder leiser stellen muss. Ist ja hier immer, wenn man die andere Version startet, also mal 1.6.4, die ja, in der hier das Modpack läuft, und mal die 1.7.9, die ja aktuell die normale aktuellste ist. Ich habe nur einen davon gedroppt. Das lohnt sich natürlich nicht. Dann stellt sich ja jedes Mal der Sound zurück von der Lautstärke. Ja, ich mach's mal ganz kurz. Ne, ist noch alles richtig. Okay. Die Musik hört sich nur so laut an. Naja. Sieht die Nacht aus? Gute Nacht. Können wir uns hinlegen. Oh, diesmal schlafe ich nicht draußen auf dem Oberirdisch, sage ich mal. Sondern gleich hier drinnen. Sehr schön. Hoffen wir mal, dass nicht zu viel gespawnt ist. Die Dunkelheit sieht ja schlimmer aus, als sie eigentlich ist. Da blinkt der Baum. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das macht der Shader. So, das werden wir hoffentlich wiederfinden. Das Hühnchen hacken wir auch gleich mal mit. Sehr schön. Und dann will ich dort nochmal diese Pilze sammeln gehen, suchen gehen. Und natürlich Tiere, die entweder Leder droppen oder String, also Fäden. Ich weiß, da gibt es nur Spinnen, aber manchmal rennen ja noch irgendwo Spinnen rum. Und
Dann wollten wir noch Wolle schauen, ob wir Schafe finden, die mehr Wolle zukommen lassen wollen. Auf sanfte und vorsichtige Art und Weise. Nein, ich töte keine Schafe mehr. Was ist denn das für ein Geblinke? Gott, da kann man nicht hingucken. Also irgendwas stimmt hier mit dem Shader nicht. Muss ich wahrscheinlich irgendeine Einstellung ändern. Hier ist wieder so ein Baum, der irgendwelche Früchte hat. Ich brauche eine leere Hand dafür. Sicherheitshalber. Ich habe Angst. Das ist nix. Das ist nix. Das ist nicht. Gut. Da! Kokosnuss. Ich habe eine Kokosnuss. Und noch eine. Also man kann die Kokosnuss auf jeden Fall mit einer Kokosnuss anbieten. Das ist nicht so schlimm. Das ist eine richtige Palme hier. Zumindest so dargestellt. Schön. Haben wir noch was zu essen? Packen wir uns erstmal hier hin. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, auf die Suche nach allem Möglichen, was irgendwie gebraucht wird. Das hier war dieses Zeug, was ich nicht einordnen konnte, aber es stapelt sich dann in der Kiste auf. Da ist eine Filzkuh. Ich hätte meine Kiste, meine Dingens mitbringen sollen, ne? Hier die. Ihr wisst schon. Die Schüsseln. Aber jetzt ist egal. Obwohl, bei so vielen Kühen, da gehe ich nochmal schnell zurück. Sind ja nicht gerade wenige Kühe, da lohnt sich das ja eigentlich schon. Ich sollte mir ein Boot bauen. Hab ich Holz dabei? Ich hätte das Holz vielleicht auch mitnehmen sollen. Ich könnte, ich sollte. Die Pilze stapeln sich auch auf. Nehmen wir also einfach mit. Wachsen die ja eigentlich dann normal nach? Wäre natürlich interessant zu wissen. Ich will aber nicht rennen, weil das wie gesagt zu viel Nahrung verbraucht und zu viel Hunger macht. Manche Schatten wird mit dem Shader auch noch sehr gewöhnungsbedürftig, wenn nicht sogar unangenehm. So, ich wollte die Schüsseln mitnehmen. Die Schüsseln sind hier. So. Packen wir gleich mal dieses Pflanzenzeug mit hier rein. Das Essen können wir mitnehmen weiterhin. Das packen wir rein. So. Und noch einmal los. Die Sonne ist noch nicht oben. Ich glaube, das ist so, sagen wir mal 10 bis 11 Uhr vormittags, mittags rum. Du, Octu, Dad, kommst mit. Dann finden wir eine Octu-Mama für dich. Wir sollten mal wieder essen. Wenn ich einmal schwummrig bin, werde ich ja nicht nochmal schwummrig. Das geht ja. Also dann bin ich schwummrig und gut. Ich hoffe, das kommen nicht zusätzliche Effekte dazu. Oh, bitte nicht hingucken und bitte nicht vom Stuhl fallen. Oioioi. Oioioi. Ja, Alkohol ist ja nichts dagegen, oder? Das sind die Drogen von heute. Das ist ja eine lustige Höhle hier unten. Aber ich bin noch nicht genug ausgerüstet für eine Höhle, glaube ich. So. Die Bären gleich mal verfuttern. Und sind die Pilzkühe alle weg, oder wie? Eine. Hier oben. Du versteckst dich hier im Gebüsch. Ach, es sind zwei. Weiß ich nicht. Ein paar Pilzkühe haben wir schon gemolken. Da ist noch so ein Pilz. Da ist eine Pilzkuh. Da sind Bären. Hier, die werde ich auch mitnehmen. Vielleicht mache ich mal irgendwann aus, was aus dem Bambus. Ne, das war keine Beere. Pilzkuh melken. Ja, das war mal effiziente Nahrungsmittelsuche schon mal. Wenn es so weitergeht. Autsch. Dann wäre das ja gut. Melken. Pilz mitnehmen. Melken. Melken mittendrin. Ach, daher kommt der Name. Melken mittendrin. Aber mitten im Wald sind und hier Kühe melken. Melken mittendrin. Du bist keine Kuh. War das nicht die Stelle, wo ich letztens angegriffen wurde von einem Baby-Zombie oder so? Ja, ich hab dich schon gemacht, ich weiß. Dich hatte ich, glaube ich, auch schon.
Ach, darauf kommt man nicht ran. 12 Schüsseln haben wir noch. Die hatten wir auch schon. Die hatten wir alle schon. Hier sind solche Pilze. Ich weiß nicht, ob ich mal die letzte Art noch finde. Deswegen nehme ich die erstmal mit, sicherheitshalber. Solche Pilze sind immer gut, mal gemerkt. Besser als jede Flasche Wodka. Zumindest wird man besoffener. Und... Huch. Das ist... Was war denn das? Das war aber keine Beere, oder? Mal nachgucken. Seegras. Auf Land wächst Seegras? Auch nicht schlecht. Pilze, Pilze. Überall Pilze. Ich hoffe, ich finde den Weg noch wieder zurück, bevor es dunkel. Apropos. Eisbäume, cool. Da ist Weed. Das Weed werde ich bestimmt auch noch brauchen. Ich schnapp mir das Weed, dann mache ich mich auf den Weg zurück, glaube ich. Oder? Sieht so aus, als würde die Sonne schon untergehen. Ich sollte mich beeilen. Ich mache mich doch schon auf den Weg zurück. Wir haben ja schon ganz bisschen was an Nahrung gefunden. Da sind noch Bären, wie es aussieht. Nicht alle, ja. Das waren keine Bären. Aha. Hier ist doch schon wieder die Stelle. Ah, da sind wir ja fast zu Hause. Die Sonne steht noch weit oben. Da hätte ich eigentlich noch Zeit gehabt, Mist. Na, ich werde dann einfach mal da hinten lang gehen nachher. Sozusagen hier um den Berg rum und dann dort hinten lang. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen was Essbares. Dann können wir uns erstmal und sozusagen ein bisschen einrichten. Mushroom Powder. Daraus kriegt man also auch Mushroom Powder. Sehr schön. Ist hier was gewachsen jetzt? Ne, die sehen alle noch so unreif aus. Ist hier noch irgendwas? Da war Sand im Weg. So kann man übrigens nicht laufen. Ne? Was ist das? Ach, das ist nur Schatten. Ich dachte, hier ist auch noch was gewachsen. Wasserhöhle. Gut. Das ist Cotton. Cotton? Cotton Seeds. Dem kann man bestimmt auch was machen. Mal mitnehmen erstmal kurz. Zumachen. So sehe ich noch, was dunkel wird. Kurz aufräumen, das Inventar. Pilze rein. Die Pilze bleibt hier. Kokosnuss kann ich. Na, ich probiere erstmal, ob ich damit was bauen kann. Das kommt alles rein. Warte mal, das ist Mushroom Powder. Zumindest steht unten Attributs, Craftable Mushroom Powder. Ground Cover, Craftable Moss Powder. Was heißt Moss Powder? Komisch. Rotten Flash konnte man irgendwie zu Leder machen, aber ich habe immer noch nicht mehr jetzt gewusst, wie. Purple Violet. So, das wollte ich nachschauen. Das wollte ich nachschauen. Das wollte ich nachschauen. Das wollte ich nachschauen. Das ist Essen. Das ist Essen. Kann man so in das Menü reingucken? Nein. Also Cotton. Set Item. Cotton. Cotton. Wir können Cotton Seed draus machen. Aus zwei Cottons kann man zwei Cottons machen. Cool. Und nochmal das Ganze. Cool. Und aus drei... Oh! Das ist natürlich... Wir haben drei Cotton. Geht das auch? Muss das nebeneinander? Nein. Sehr schön. Mein Stringproblem ist gelöst. Mein Stringtanga-Problem ist gelöst. Ich kann mir einen bauen. Hier oben war noch irgendwo... Nee, war da... Hier war da noch irgendwo Cotton. Was ist hier von Cotton? Das hier... Nee, das ist hier ein Cotton. Ah, sieht man hier irgendwo. Ich habe mir das nicht gemerkt, wie das aussah. Ich gehe mal schnell hier so hochklettern und schau, ob davon. Was ist denn das? So viele Pflanzen, die ich noch nicht kenne. Hier von irgendwas Cotton. Ist das kein Cotton? Ist klar. Das sieht so aus wie Cotton. Nein. Das auch nicht. Das hier? Nee. Irgendwelche Pflanzen, aber kein Cotton. Ah, es wird dunkel, ich muss mich beeilen. Ist das?
Eine Beere, eine Blume. Ich glaube, die Kiste ist gleich voll. Ich nehme noch das, was ist das? Das komische Zeug hier alles mit. Uah! Hier war was Pieksiges. Nehmen wir auch noch mit. Bevor es dunkel wird. Haben wir alles? So, jetzt gehen wir schnell nach Hause, übernachten. Ja, also das mit dem Licht von der Fackel ist schon echt hilfreich. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Spawnrate auch senkt. Aber an sich die Sache, dass man erstmal was sieht, hilft schon. Besonders da der Shader das in der Nacht so dunkel macht, dass man eigentlich sonst nichts, so gut wie nichts sehen würde. Was kriege ich jetzt davon? Das ist Schrupp. Das ist Mountain Plant. Mountain habe ich noch nicht geschaut. Grey Peonies, Pink Daisies, Swamp Flower, Iris, Dye. Dying Shrub, meine ich. Horseweed. Passt alles nicht hier rein. Ich leide schon wieder an Hunger. White Parsley Blooms. So, wir machen erstmal die Beeren hier. Essen, die wir nur Dreier haben, sie verstopfen sonst das Inventar. Die hier auch. Das sind Rhabarber. Na, weiter essen. So, dann haben wir noch die achte hier. Ah, die Kokosnüsse wollte ich noch nachschauen. Und das hier. Oh, schon ein paar. Black Powder Puff. Das ist mit Dornen, das brauchen wir unbedingt noch. Schwarze Black Powder Puff. G. Set Item. Black. Man sollte auch schreiben können. Powder Puff. Da. Mushroom Powder. Mushroom Powder? Keine Ahnung, was das macht. Also braucht man 8 solche Pilze. Das sind verschiedene Arten scheinbar. Habe ich alle noch nie gesehen, aber naja. Ein Faden, ein Leder und dann kriegt man Mushroom Powder Sack. So. Und jetzt, was war das andere? Eine Kokosnuss und Moos. G. Kokonut. Kriegen wir Kokosnuss-Sapling, den kann man irgendwo einpflanzen, dann kann man Kokosnuss ernten. Eine getoastete Kokosnuss ist ja nicht übel. Pina Colada. Brauchen wir Pineapple-Kokosnuss und so einen Juicer. Einen Juicer wollte ich aber auch noch, brauche ich normale Cobblestones. Wieso brauche ich auch einen Juicer für Kokosnussmilch? Und ja, krieg ich denn irgendwo normale Cobblestones her? Sollte mich vielleicht mal auf eine Höhlentour begeben, vielleicht finde ich da irgendwo welche. Ansonsten müsste ich mal austesten, was eine getoastete Kokosnuss hergibt. Achso, und Moos wollte ich noch suchen. Moos, das ist das hier. Mosspowder, aha. Wahrscheinlich kann ich da wie mit Bone Meal sozusagen auf dem Boden das Zeug verteilen. Habe ich jetzt schon geschlafen? Ja. Ich suche mir jetzt mal verschiedene Sachen raus, die ich backen will, dass ich die hintereinander sozusagen direkt reinschmeiße. Noch was zu backen? Was ist mit Salz eigentlich? Set-Item. Salz. Ach, Set-Item, Salz. Wasser und ein Pott gibt Salz, okay. Das ist langweilig. Mit Salz kann man Butter machen oder Käse. Sieht man hier noch irgendwas? Sunflower Seeds macht gesalzene Sunflower Seeds. Und Beef Jerky, aha. Interessant, aber was sind das? Man kann neuen Salz scheinbar in irgendeinen Salzblock verwandeln oder so. Aber der ist nicht drin, scheinbar. Keine Ahnung, wie ich das zu verstehen habe. Ist das hier? Mashed Potatoes, also Kartoffel, Salz, nee. Ja. Gebutterte Kartoffel, Salz und ein Mixing Bowl. Was macht eigentlich ein Mixing Bowl? Der ist aus Holz und Holz. Okay, das ist ja relativ einfach. Was kann man da alles mixen? Aha. Was ist das hier? Das wird aus einem Eisen, einem Stick und einem Holz gemacht. Das ist ein Cutting Board. Und dann kann man sich
Kartoffelsalat. Also hier kann man auch schöne Sachen machen. Das Problem ist, man muss von den jeweiligen Sachen gleich 10 haben, damit sich's lohnt, weil wenn du nur einmal alles im Inventar hast, dann müllt dir das Inventar auch gut zu, schätze ich mal. Ups, Salat. Was? Ich habe gerade einen Burger irgendwo gesehen. Da. BLT. Tomaten, Salat, Toast, Cooked Pork Chop und das Cutting Board. Okay. Ist sehr lustig. FB&J, das sind bestimmt irgendwelche Gerichte, die es sonst da wo gibt, aber hier bei mir nicht. Gut, ich backe erstmal die 4 Sachen, die 3 Sachen. Habe ich jetzt irgendwie normale Cobblestones? Soapstone, Cobblestone. Ich nehme mal das hier noch mit, weil das wollen wir ja suchen. So, das muss fertig sein. Dann nehme ich String mit. Leder mit. So und so. Und das wegpacken, das wegpacken. Passt nicht. Doch, passt noch. Jetzt passt nichts mehr. Das Eisen und Holz nehme ich mit. Ah, toastete Kokosnuss. Und was kann man noch gebrauchen? Alles interessante Sachen hier, so Blumen, Kokosnussbohnen, Dingens. Ich könnte irgend sowas anpflanzen vielleicht. Das hier kriegen wir vielleicht auch noch was gedroppt. Ich würde vielleicht auch so mich ein bisschen länger auf eine Reise geben. Das heißt, die Kohle mit Stöckern zu Fackeln machen und dann ein bisschen unterirdisch rumrennen. Aber dazu brauche ich viel Futter. Das heißt, ich sollte nochmal die Kühe abgehen vorher. So. Das wegpacken. Und ich brauche natürlich Inventarplatz, wie irre. Das ist fertig, sehr schön. Und was könnte ich dafür noch brauchen? Die Pfeile, falls ich irgendwie mal einen Bogen gedroppt bekomme. Lohnt sich vielleicht auch. Ansonsten nehme ich eben so lange einen Bumerang. Das ist noch futtern. Futtern wie bei Muttern. Dort lasse ich erstmal freie Hand, beziehungsweise die Schüsseln. Das ist eine Futterquelle. Und das kann ich wegräumen. Gut. Inventar ist soweit aufgeräumt. Ich würde mich jetzt zu den Kühen begeben und dann mal eine kurze Höhlentour starten. Also kurz im Sinne von, wenn ich was finde, bin ich froh. Wenn nicht, sterbe ich und bin wieder hier. Also, ich hoffe natürlich nicht, dass ich sterbe, aber kann natürlich passieren. So, gar keine Octodads mehr hier unterwegs. Doch, hier ist noch einer. Mann, kann den aber jetzt nicht hauen, weil wir haben sowieso gerade keinen Platz mehr. Ich esse erstmal ein bisschen was. Ich teste mal aus. Geben auch nur einen Hungerbalken. Hä? Habe ich jetzt beide gegessen? Der zweite hat gar kein Geräusch mehr gemacht. Ja, ich nehme keine Blumen jetzt mit. Nur wo ich weiß, dass es sinnvoll ist. Ich suche jetzt noch nach. Ja, sag schon. Oh, jetzt doch in die Höhle. Aber ich wollte erstmal die Pilzkühe noch abgehen. Ich suche dann auch noch nach Baumwolle, weil die ja scheinbar dringend gibt. Und na gut, unterirdisch in den Höhlen werde ich ja bestimmt auch Spinnen finden, die mir bestimmt so gütig sind und mir String aushändigen. Die anderen Pilze sammle ich jetzt auch nicht, wegen Inventarplatz. Da. Danke, liebe Kuh. Ihr seid immer noch beide hier gefangen, ne? Ich will euch nicht hauen. Ich will euch nicht hauen. So, jetzt kommst du raus, gut. Aber melken kann ich dich trotzdem nicht. Bin ich jetzt doof. Nicht meckern. Milch geben. Brav. Und tat trotzdem. Komm nicht ran. Was ist das für ein Wasserloch? Ach, da habt ihr ja gewassert, obwohl doch hier überall Wasser ist. Pflanze raus. Nahrung rein. Na gut, ich wollte jetzt eigentlich keine anderen Pilze aufsammeln. Warum wollen wir denn? Nein. Dann mal wieder raushauen, die beiden Sachen. Ich wollte doch eigentlich die andere Richtung gehen, aber jetzt will ich ja erstmal in die Höhle gehen, weil ich ja gemerkt habe. Bist du? Ach, wieder nur eine Forestplantage.
So. Kuh melken. Kuh melken. Interessante Pflanzen hier. Schrupp, okay, Schrupp, okay, Strauber. Ah. Kann man auch nicht direkt essen, ne? Nee. Kann man aber anpflanzen bestimmt, und dann kriegt man bestimmt Erdbeeren raus. Deswegen nehme ich sicherheitshalber mal mit. Hier sind diese Pilze, okay. Da ist noch eine Pilzkuh. Pilzkuh. Da sind die toten Bäume. Hier sind lustige Fische. Da unten ist eine Muschel. Davor habe ich Angst. Dann gehe ich gleich mal wieder in die andere Richtung. Ist hier eine Höhle? Wasserhöhle? Nein. Ich hatte ich ja schon, schätze ich. Ich habe noch vier Becher. Das heißt, oh, da ist noch eine Workbench. Die nehme ich auch mit. Brauche ich keine neue machen. Stimmt, hier habe ich die ganzen Pilzkühe auf den Pilzen gesehen, die da oben gespawnt sind. Ganz interessant so. Reihe noch. Sehr effizient. Wenn ich jetzt so die letzten. Oh, hier sind noch die Pilze. Vielleicht habe ich aber hier auch schon übersehen unterwegs. Ist hier irgendwas Baumwolle? Bist du Baumwolle? Das hatte ich da alles schon. So, zwei noch. Das sind Erdbeeren, ne? Ja. Was ist das? Das scheint irgendwas zu sein. Ach ne, es wäre Seegras, wa? Nee, Spicy Leaf. Gewürzkräuter. Oder Gewürzblätter. So, die Pilzkühe noch und dann die nächstbeste Höhle, die wir sehen. Yeah! Wir haben alles umgeholt. Geht nur auf 16 zu stapeln, ist ja doof. Naja, immerhin besser als gar nicht zu stapeln. Jetzt esse ich mich erstmal wieder satt, nehme die restlichen Schüssel, die dann wieder leer geworden sind, und fülle die auf. Aber hier sind ja ein paar Kühe um uns rum, ein paar Pilzkühe. Also, hier. Du. 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 Und du. Essen können wir gerade nicht mehr. Gut. Wir sind voll. So und so. Kurz noch alles ausleeren. Was war? Hülle? Ne, ist nur irgendwas Unterwassermäßiges. Was da Licht abgibt. Blumen rausschmeißen. Kann ich das essen? Sehe ich jetzt nicht. Welche erstmal mitnehmen? Ich kann es jetzt zur Not später noch rausschmeißen. Bambu, Shoot, schmeiße ich jetzt raus, weil ich jetzt den Inventarplatz brauche unterwegs. So. Wo haben wir eine Höhle, die hoffentlich vielversprechend ist und dich will ich. Was ist das? Vielleicht noch was eingesammelt, was wir nicht brauchen. Jetzt kommt wieder das Lichtproblem hier, ey, das blendet. Du hast mich vergiftet. Was bist du? Poisonous. Aha. Lily of the Valley. Na, klasse. Sind wir mal voll vergiftet worden. Ich hätte gern. Bist du Baumwolle? Nee, schade. Ich hätte gern eine Höhle. Die Schneewelt. Ich mach mal eine kleine Tour hier hinten. Da sehe ich nämlich was Interessantes rumstehen unter dem Baum. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Noch? Ein giftiger Pilz jetzt auch noch. Na, den sollte ich bestimmt nicht essen. Aber ich werde den erstmal mitnehmen. Obwohl man die leicht sieht. Jetzt wollte ich testen, ob man das hier essen kann. Ja. Cool. Das heißt, ich habe noch mehr Futter. Das ist. Die großen Stapel lasse ich erstmal, die kleinen mache ich erstmal alle. Was ist das hier? Nix. Hier laufen wilde Schneemänner rum. Ist ja lustig, wenn das. Der Schnee ist auch so gewachsen. Hier laufen wild Schneemänner rum. Habe ich auch noch nicht gesehen. Da hängt Spinnennetz. Ich habe eine Schere. Schere, 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 da. Ja, ich weiß, es ist dunkel. So, haben wir nämlich eins dringend mehr. Und jetzt müssen wir auf Suche nach Höhle gehen, schnell. Bevor hier draußen alles Mögliche spawnt. Höhle? Zombie? Die Schneemänner greifen die Zombies! Oh, hier bin ich ja sicher!
Ja, verprügelt ihn! Brauche ich das nicht machen? Sehr gut. Teamwork, habt da gut gemacht. Fackel an, sonst immer nichts. Eisbäume, es ist aber echt. Da drüben hängt wieder ein Spinnennetz. Das ist echt cool. Ist das hier das Packed Eis oder normales Eis? Das ist normales Eis, sonst würde es nicht zu Wasser werden. Okay. Oh, die armen Schneemänner, die sterben. Mist, was habe ich getan? Was bist du? Bird of Paradise, aha. Höhle, bitte, bitte. Ach, okay. Ach, die geht runter in eine Höhle. Ah! Ich sehe den nicht. Du siehst mich auch nicht. Was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Ganz einfaches Prinzip. Hat man schon als Kind immer verfolgt. Du siehst mich nicht, also ich sehe dich nicht, also siehst du mich auch nicht. Das ist ein Erdbeerstrauch, müsste das sein? Ist das. Das ist hier ein Höhlendurchgang, aber keine Höhle. Mist. Ah, Mann. Eine Kuh! Sorry, Kuh. Braucht dein Leder, nenn ich. Kann man die auch scheren? Da hinten das Licht. Ist das da meine Siedlung? Nee. Was ist das für ein Licht? Oh, kann man unter Wasser besser sehen? Unter Wasser geht der Lichteffekt nicht, aber man hat nicht diese Entfernungsunschärfe oder Dunkelheit. Das heißt, man sieht in der Entfernung, auch wenn es alles verschwommen ist, sieht man in der Entfernung dann besser. Zum Beispiel den Creeper da hinten. Den sieht man so noch viel besser als so. Und das Skelett da. So sieht man das, so sieht man es nicht. Cool. Ich gehe woanders lang. Oh, gehen wir doch zu dem Zombie dort. Der ist doch viel besser, wenn wir zu dem Zombie gehen, als zu dem Creeper und dem Skelett. Ich glaube, ich gehe wieder in die Schneewelt. Da bin ich relativ sicher, weil da jede Form von Gegner durch die Pilzkühe vermutlich angegriffen wird. Das ist ein Dorfbewohner-Zombie. Huh! Gib mir dein Leder! Nicht rumrennen! Wo bist du hin? Spinne! Gib mir deinen Faden! Ich brauche einfach nur auf die dunklen Augen. Oh, ich sehe überhaupt nichts. So, einen Faden habe ich vermutlich. Die Kuh sehe ich aber nicht mehr. Da ist die Kuh. Immer noch nicht tot. Da ist die Kuh jetzt gestorben. Oh, ich muss hier im Dunkeln kämpfen. Das ist nicht ohne. Sag ich mal so. Ich höre immer noch eine Kuh hier rumlaufen. Uah! Gut, so viel zu der Kuh. Wo kam die her? Kühe, die vom Himmel fallen. So muss das sein, ey. Die kam irgendwie vom Baum runtergesprungen oder so. Was bist du? Erdbeeren. Oder irgendwelche Bären. So. Jetzt habe ich hier einen leichten Ausguck. Und da fackeln wir mal schnell. Wir fackeln auch den Weg hierher. Gefährlich ist natürlich, wenn ich mich jetzt im Bogenschütze angreife. Aber hier bin ich relativ sicher in der Ecke. Da ist zum Beispiel ein Bogenschütze. Ah, ich probier's mal. Obwohl, der geht auf den Boden, oder? Na, ich habe einen zweiten zur Not. Wieder voll drüber geschossen, obwohl ich genau das Fadenkreuz auf ihm drauf hatte. Mist. So, ich muss was essen. Und bevor wir hier in der Nacht noch sterben, will ich dann... Oh, wir haben ja Fleisch von den Kühen noch gedorft bekommen. Bevor wir hier noch sterben, werde ich dann aber die Folge beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, ich nehme noch die Erdbeeren. Da kommt ein Zombie. Und den bekämpfen wir dann gar nicht, weil der fliegt unten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.